Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Grade. Heute geht es um die Top 10 Geschenkideen für Griller und Grillerinnen. Für Männer, Väter, für Mütter, für alle Personen, die aufs Grillen stehen, die gerne gegrilltes essen und es gerne auch selber zubereiten. Wir haben hier mal ausgewertet aus unserer Grill-Community und natürlich auch aus unserem Grillfachhandel, was die Leute am liebsten als Geschenk kaufen. Und die Top 10 Geschenke stelle ich euch einmal vor, dann habt ihr eine kleine Inspiration für Weihnachten, Geburtstage etc. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Dieses Video ist eine Auswertung daraus, was die Leute am liebsten als Geschenke kaufen. Keine reine Werbeveranstaltung für unsere eigenen Produkte, aber natürlich bieten wir das alles auch in irgendeiner Form an. Ansonsten könnte ich diese Statistik ja nicht ausgewertet haben. Wenn euch das also interessiert, schaut in die Videobeschreibung und jetzt geht's los mit Platz Nummer 10. Hier haben wir besonderes Fleisch. Was ich gerade in der Hand halte, ist ein Wagyu aus NRW. Für mich ist das regional, deswegen auch da, die Leute legen Wert auf Regionalität. Bei uns im Laden hier eine solche Fleischqualität aus der Region kaufen zu können, ist fast schon einmalig, muss ich dazu sagen. Und das hier ist ein Wagyu, ganz besonders noch Shiomizu aged. Es muss natürlich kein Wagyu sein. Es könnte auch zum Beispiel ein Shiomizu aged Red Heifer, Black Heifer für vielleicht schon 40, 50, 60, 80, 90 Euro das Kilo und dann so ein Steak für, ich sag mal, 15 bis 40 Euro, das ist ein guter Geschenkepreis und das ist etwas, was man für besondere Anlässe auf jeden Fall mal essen kann. Nicht jeder kann das ständig essen oder man sollte es vielleicht auch nicht ständig essen, aber für besondere Anlässe ein solch tolles Stück, so ein außergewöhnliches Stück, das ist ein geniales Geschenk für alle Fleischliebhaber. Weiter geht's mit Platz Nummer 9 und hier haben wir ein Barbecue Catering. Das ist für Weihnachten eher seltener genommen, aber gerade für Geburtstage, für Hochzeitstage, für Hochzeiten generell, für alle möglichen besonderen Anlässe, für runde Geburtstage vor allem, entweder mit einem Foodtruck bei sich selbst vor Ort oder einer ausgewählten Location oder als Barbecue Buffet oder halt auch in so einer Location zum Beispiel hier bei euch um die Ecke, bei eurem Lieblingscaterer, bei eurem Lieblingsgrillladen und so weiter. All das sind Geschenke, die natürlich ein bisschen mehr ins Geld gehen, wenn man aber zusammenlegt oder wirklich einen besonderen Anlass hat, dann ist das eins der besten Geschenke, finde ich persönlich. Und davon veranstalten wir hier im Jahr bei uns selber und mit unseren Foodtrucks außerhalb eine dreistellige Anzahl. Und deswegen ist das auf Platz Nummer 9 gelandet. Weiter geht's mit Platz Nummer 8 und hier sind wir wieder bei ein paar Kleinigkeiten, die man sich auch nochmal schnell um die Ecke im Grillfachhandel oder nochmal schnell online bestellen kann. Und die auch schon für ein paar wenige Euro zu haben sind. Und zwar sind das Verschleißteile. Ich habe das alles als eine Kategorie gepackt, weil das tatsächlich Dinge sind, wo man sagen kann, ey, ich habe da jemanden, der grillt gerne, aber der hat eigentlich schon alles, was soll ich dem noch schenken? Und ihr werdet im Laufe des Videos noch ein paar mehr Ideen dafür bekommen, aber eine Idee davon, und das ist Platz Nummer 8, das sind Verschleißteile. Also Dinge, die man immer wieder neu braucht. Zum Beispiel Grillhandschuhe, zum Beispiel eine richtig gute Kohle oder Fettrennspray zum Einsprühen von Pfannen, von Gusseisenpfannen, von Rosten und so weiter. Eine gute Grillbürste mit Schaber, mit Flaschenöffner als Gag dabei, ein paar gute Messer, ein Messerblock, all solche Sachen. Also Kleinigkeiten, Verschleißteile, die jeder immer mal wieder neu gebrauchen kann und die auch für diejenigen was sind, die eigentlich vermeintlich schon alles haben. Bei Platz Nummer 7 lassen wir den Messerblock gleich einmal stehen. Es geht nicht weiter um Messer, sondern es geht um Messerschleifer bzw. einen Messerschleif-Service. Gerade November, Dezember gehen die Verkaufszahlen für so schöne Produkte wie den Hall extrem nach oben. Das ist ein Produkt mit einer Diamantschleifscheibe, funktioniert sehr gut, muss man sich trotzdem ein bisschen mit beschäftigen, ist aber viel leichter und für jeden anwendbar als zum Beispiel so ein Nassschleifstein. Oder noch einfacher, ein Messerschleif-Service, vielleicht mal für die gesamte Messerserie. Gibt es schon für roundabout 10 Euro pro Messer. Und all das sind wirklich sehr beliebte Geschenkideen. Es muss natürlich nicht der Hall sein, aber gerade der ist natürlich aufgrund seiner Qualität und aufgrund seiner Optik, Haptik und Anwendungsweise ein sehr beliebtes Produkt. Wahrscheinlich auch aufgrund des Marketings, was diese Firma macht, aber das nicht ganz zu Unrecht. Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere schöne Messerschleifer, habe ich auch mal ein Testvideo zu gemacht. Ansonsten verlinke ich euch was. Genauso auch wie den Messerschleif-Service. Wenn es also wirklich rasiermesserscharf sein soll und derjenige, den ihr beschenkt, vielleicht zwei linke Hände hat, auch wenn es nicht zugeben will, dann ist der Messerschleif-Service vielleicht die richtige Wahl. Weiter geht's mit Platz Nummer 6 und hier haben wir eine Auswahl an Soßen und Gewürzen. Eine schöne Zusammenstellung aus ein paar außergewöhnlicheren Sachen, die man vielleicht nicht selber so im Supermarkt kaufen kann, sondern die vielleicht zum Beispiel aus Amerika kommen. So eine Blues Hawk, eine der Bestseller in den USA. Oder was ganz Außergewöhnliches, Grillschokolade, ein Schokofondue vom Grill.
Deckel abziehen, auf den Grill stellen und man hat ein Schokofondue als Nachtisch, als Geschenk super gut geeignet. Oder hier so eine Rufus-Soße. Habt ihr wahrscheinlich so außer im Spezialitätenladen noch nicht gesehen. Oder ein sehr guter, leicht scharfer Ketchup, der eine super fruchtige Note hat und nicht diesen Einheitsgeschmack wie die ganzen Ketchup, so, die man sonst so aus dem Supermarkt kennt. Eine gute Gewürzmischung, gute Gewürzmischungen. Vielleicht auch von einem Influencer, den diese Person mag. Das muss ja nicht unser Kanal sein, kann auch irgendein anderer Kanal sein. Viele Influencer haben ihre eigenen Gewürzmischungen. Das ist mit Sicherheit ein gutes Geschenk für jemanden, der Fan davon ist. Oder ein richtig guter Ahornsirup in Verbindung mit einer Barbecue-Soße als Glaze für Rippchen und Co. Für jemanden, der gerne Rippchen macht und Barbecue generell. Eine richtig schöne Currysoße, also eine Currysoße, die wirklich fantastisch schmeckt. Ein Barbecue-Booster-Gewürz, vielleicht ein bisschen schärfer oder mal was für Rindfleisch. Generell einfach Gewürzmischungen jeglicher Art. Dann haben wir hier eine richtig scharfe Soße für die Leute, die es wirklich scharf mögen oder die Leute, die ihr ärgern wollt. Dann gute Pfeffermischungen oder gute Pfeffersorten, wie zum Beispiel ein Kampot-Pfeffer, schwarz oder rot. Oder eine Pfeffermischung, wo fermentierter Kampot-Pfeffer drin ist. Ist für Pfeffer nicht ganz günstig, kann bis zu 20 Euro kosten, aber als Geschenk doch wirklich gut geeignet, weil der ein fantastisches Aroma hat. Oder hier ein Bloody Mary Ketchup, also eine Soße mit Spirituosen oder vielleicht auch Spirituosen an sich, aber das ist was Besonderes, als Geschenk auch ganz gut geeignet. Oder was Regionales, bei uns jetzt hier die Kölsch-Barbecue-Soße. Mit Kölsch gekocht, eine unglaublich beliebte Barbecue-Soße, verkaufen wir im Monat. Ich glaube, jetzt im Dezember haben wir 500, 600 Flaschen oder so davon verkauft. Und wenn ich das Video hier drehe, haben wir gerade den 11. Dezember. Also da geht noch einiges weg und diese ist wirklich sehr beliebt. Ansonsten haben wir jetzt hier so eine Baby-Back-Rib-Sauce oder hier auch nochmal eine Würzmischung jeglicher Art. Einfach das hier ist so unser Sortiment, wo wir sagen, das sind fantastische Gewürze und Soßen, die können wir empfehlen und es eignet sich hervorragend als Geschenk und das seht ihr scheinbar auch so, denn das ist auf Platz 6 gelandet und jetzt geht's weiter mit Platz 5. Für diesen Platz muss ich hier heute gar kein Produkt oder so dazu holen, denn es ist wieder ein Event, was man verschenken kann und Erlebnisse zu verschenken ist vielleicht sogar noch schöner und diesmal auch deutlich günstiger und deswegen wahrscheinlich auch häufiger gebucht als so ein großes Event mit Foodtruck oder generell hier in so einem Eventbereich. Und zwar ist das eine Barbecue-Platte, ein Besuch in einem Barbecue-Restaurant und zwar in etwas Besonderem, wo man nicht irgendwie so ein paar Schälrippchen bekommt für 20 Euro und so eine halbe Leiter Rippchen mit ein paar Pommes oder Kartoffeln als Beilage, sondern eine Barbecue-Platte reichlich gefüllt mit feinstem Barbecue auf dem Smoker gesmoked mit Brisket, richtig saftigem, rauchigem Brisket, mit Pulled Pork, mit fleischigen Rippchen, wo ordentlich Fleisch drauf ist, mit geilen Beilagen fürs Barbecue, mit hausgemachten Soßen etc. Das gibt es in Deutschland, ich sage jetzt mal immer mehr, aber immer noch sehr selten. Es ist also wirklich ein Highlight und wir persönlich bieten das jetzt ab 2024 zwischen März und September an jedem ersten Sonntag im Monat an. Wenn das sehr beliebt angenommen wird, vielleicht auch häufiger, aber das ist unsere Generalprobe. Ein paar Bilder seht ihr dazu hier in diesem Video, aber es gibt wie gesagt auch noch andere Anbieter. Falls ihr also zu weit weg wohnt, schaut mal in eurer Region euch um. Vielleicht kann das jemand anbieten. So eine Barbecue-Platte kostet in der Regel so um die 50 Euro. In diesen Barbecue-Restaurants gibt es natürlich aber auch andere Gerichte. Wir zum Beispiel bieten noch Burger an, Rippchen generell, Brisket und so weiter, alles auch einzeln. Dann muss man nicht unbedingt 50 Euro zahlen und bei uns gibt es so eine Platte sogar noch einen Ticken günstiger und für zwei Personen wird man locker satt von so einer Platte. Ich weiß jetzt schon, dass ich da nächstes Jahr sehr viele Gesichter sehen werde. Da freue ich mich drauf und jetzt machen wir weiter mit Platz Nummer 4. Hier haben wir wieder einige Sachen zusammengefasst in eine Kategorie, die nenne ich passgenaues Grillzubehör. Dazu sollte man natürlich wissen, welchen Grill die Person hat. Wenn ihr euch also beraten lasst im Fachhandel, dann auf jeden Fall vorher mal ein Foto von dem Grill machen oder genau nachgucken, was das für einer ist. Ein guter Fachberater kann euch dann genau sagen, was das für ein Grill ist und was dafür passt. Und hier haben wir so Sachen wie zum Beispiel so Edelstahl-Einsatzwannen 4 mm, richtig massiv, unkaputtbar. Oder aber auch Planschers, die sind vorne und hinten offen, damit die einen Fettablauf haben. So eine Einsatzwanne, die ist komplett geschlossen und dicht geschweißt. Dann kann ich da drin auch frittieren, zum Beispiel Reibekuchen kann man da drin besser machen als in einer Plansche. Oder auch für sogenannte Sizzle Zones oder Keramikbrenner an sich einen Windschutz, damit dieser nicht ausgepustet wird. Und zeitgleich hat der immer noch eine Spießhalterung, wo ich dann Spieße reinlegen kann und Schaschlik auf dem Gasgrill machen kann, das genauso gut wird wie auf dem Kohlegrill. Gibt es für etliche Hersteller.
Dann natürlich Rotisserien. Bei all dem hier solltet ihr euch vorher informieren, was hat die Person schon, was könnte sie noch gebrauchen. So eine Rotisserie gibt es auch für jeden Grill, Gasgrills, aber auch Keramikgrills und so weiter. Dann haben wir hier vorne noch Zubehör für Rotisserien. Wenn die Person also schon einen Drehspieß hat, dann gibt es noch so Drehspießkörbe oder jetzt hier so Chicken Wing Halterungen für die Rotisserie. Es gibt zweite Rostebenen, jetzt hier für einen Keramikgrill zum Beispiel, oder auch Silikonmatten für die Seitenablagen, damit die Seitenablage, die meist aus Edelstahl ist, nicht so schnell zerkratzt. Und zu guter Letzt habe ich hier, alles sind nur Beispiele, aber auch das hier ein Beispiel, und zwar ist das der sogenannte Rib Roaster. Das ist quasi wie die IKEA Konzis Schale, nur in geil. Gusseisen, richtig gut verarbeitet. Das Ding hier kann ich als Bräter nutzen, als Abtropfschale. Innen drin habe ich einen kleinen Edelstahlrost, wo ich meine Rippchen drauflegen kann. Und dann kann ich die hier quasi wie im Dutch Oven, nur eben mit einer Edelstahlerhöhung drin garen. Bis zu 4 Rippchenleitern passen hier rein. Oder 2 richtig, richtig fleischige, wovon aber auch 4 Leute satt werden. Also das ist wirklich ein geniales Produkt. Alles das hier sind natürlich nur Beispiele. Schaut einfach, was euch in den Sinn kommt, oder lasst euch beraten. Falls ihr euch am Ende des Tages aber einfach zu unsicher seid, was die Person schon hat, was sie brauchen könnte, worüber sie sich freuen würde, wenn ihr vielleicht nicht den Grillfachhändler eures Vertrauens um die Ecke habt, um euch beraten zu lassen, dann ist auf Platz Nummer 3, wir kommen jetzt schon unter die Top 3, dann sind dort natürlich Gutscheine. Also Gutscheine zum Beispiel für einen Grillfachhändler, der all das, was wir hier bisher schon gesagt und genannt haben, auch anbietet. Ein Gutschein für sowohl Grillseminare als auch für Zubehör, für Grills, für Fleisch, für Soßen, für Gewürze, für Events und so weiter und so fort. Wenn es sowas gibt, dann ist so ein Gutschein schon ziemlich konkret. Ist nicht einfach so, ich schenke dir Geld, such dir aus, was du dir kaufst, sondern ich schenke dir für etwas etwas, aber du hast die Möglichkeit, dir aus einem bunten Portfolio alles Mögliche auszusuchen. Deswegen da Gutscheine auf Platz Nummer 3, und jetzt geht's weiter mit Platz Nummer 2. Hier geht es um einen neuen Grill. Und dieses Thema kann man in so 2 bis 3 Unterkategorien unterteilen. Es gibt Leute, die sich da selber beschenken, aber auch viele Leute, die jemanden beschenken möchten. Häufig in Absprache mit demjenigen. Dazu kommen wir jetzt aber Schritt für Schritt. Denn in der ersten Kategorie kann man sagen, es gibt Leute, die holen sich einen zusätzlichen kleineren Grill als transportablen Grill für schon die Sommersaison oder für Urlaube zum Mitnehmen, in Kofferraum packen etc. Da haben wir hier zum Beispiel Scotty, die sehr beliebt sind, oder Knister, die sehr beliebt sind. Der Scotty lässt sich flach zusammenfalten, in eine kleine Packung sehr platzsparend unterbringen. Der Knister ist dafür ein bisschen stabiler. Hier habe ich natürlich dieses Stecksystem, hier habe ich das nicht. Den kann ich mit den Füßen nach oben klappen, kann den dann transportieren, kann den mit einer Halterung ans Fahrrad, ans Geländer, an die Bootreling oder was auch immer montieren, kann hier meine Kohle, mein Essen schon drin transportieren, wie in so einem kleinen Körbchen. Dafür eben, wie gesagt, ein bisschen robuster, gibt es auch ausziehbar. Den Scotty gibt es auch einen Ticken größer, je nachdem, was man will. Beide gibt es sowohl als Kohle- als auch als Gasvarianten. Das ist Kategorie Nummer 1. Gibt es zum Beispiel noch andere Hersteller wie Kopp etc. Wie gesagt, soll kein Werbevideo werden, aber einfach das als Kategorie. Als zweite Kategorie gibt es den Zweitgrill oder auch Drittgrill. Die meisten in Deutschland haben einen Gasgrill. 95% aller Leute, die grillen, grillen mit einem Gasgrill mittlerweile, und die Tendenz ist immer noch steigend. Aber das Schöne ist da, sich ein Zweitgerät dazu zu holen, was vielleicht ein bisschen mehr kann oder andere Schwerpunkte für die Einsatzfähigkeit hat. Ein Kohlegrill, wie zum Beispiel so ein Keramikgrill, ist perfekt für Low and Slow Geschichten. Für Rippchen, für Pulled Pork, für Brisket. Da funktioniert so ein Keramikgrill besser. Oder für Abende mit Freunden, wo man wirklich dieses Feeling von, ich mache ein Feuer, ich entzünde die Kohle, ich habe die Zeit, ich habe die Entspannung. Das alles hat man beim Gasgrill nicht. Ist ein großer Vorteil, um schnell was zuzubereiten, um es sich leicht zu machen. Aber so ein Kohlegrill, so ein Keramikgrill hat eben auch seine Vorteile. Oder ein Smoker. Die beliebtesten Zweitgrills neben einem Gasgrill sind ein Keramikgrill oder ein Smoker oder eine Feuerplatte. Das wäre dann noch die dritte Variante. Feuerplatte als Ambientefeuer im Garten. Jeder kann drumherum stehen, sein Bier trinken, seinen Burger grillen und so weiter. Also man verschenkt nicht nur ein Produkt, sondern auch ein Erlebnis mit dabei. Und deswegen so beliebt, dass es hier auf Platz Nummer 2 gelandet ist. Weiter geht's mit Platz Nummer 1. Unser absoluter Bestseller in der Weihnachtszeit als Geschenk und als Geschenkidee, das sind Grillseminare. 4 Stunden vollgepackt mit 5 Gängen vom Grill, gemeinsam vorbereitet, gemeinsam gegrillt, gemeinsam gegessen. Getränke, all inclusive, Bier, Wein, Softdrinks, Wasser, Kaffee, alles, was das Herz begehrt. Härtere Drinks gibt es dann
on top, wer möchte. Aber ansonsten einfach ein Abend voller Spaß mit ganz viel Informationen. Man kann die Grillmeister ausquetschen mit allem, was man wissen will. Alle Grillgeräte stehen zur Verfügung. Vom Keramikgrill über einen Gasgrill bis hin zur Feuerplatte und so weiter. Alles da. Verschiedenste Gasgrills aller Preisklassen. Man kann all das Sortiment, was wir auch im Laden haben, draußen sehen. Und natürlich gibt es solche Grillseminare nicht nur bei uns. Es gibt in ganz Deutschland viele Anbieter. Ob die das alle so machen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das ist genau das Event, was man hier bei uns erlebt. Und davon veranstalten wir circa 100 Seminare pro Jahr mit Gruppengrößen von circa 12 bis 20 Teilnehmern. Also kleine, gemütliche Gruppen, wo jeder mitmachen kann, wo jeder was mitbekommt. Keine Massenabfertigung, sondern wirklich die Leidenschaft, die wir fürs Grillen empfinden, die geben wir an euch weiter. Das ist ein geniales Geschenk, das sehen viele Leute so und deswegen ganz verdient und zu Recht auf Platz Nummer 1 gelandet. Was davon gefällt euch am besten? Welche Idee habe ich vielleicht vergessen? Habt ihr Ergänzungen? Dann schreibt mir all das in die Kommentare oder gerne auch in Facebook, was ihr so bekommen habt, was ihr so verschenkt, als Ideen, als Anreize für andere, damit die auch wissen, was sie verschenken können, was es für schöne Ideen gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dranbleiben bis an diese Stelle. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo für den Kanal. All das hier findet ihr, meine Empfehlungen wie immer in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.